Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei unserem Vlog. Herzlich willkommen. Was geht ab? Wir haben auf jeden Fall einen harten Weg vor uns. Aber sehr interessant, was heute passiert. Beziehungsweise morgen. Heute oder? Wir müssen auch den Japhet sehen. Macht Werbung mit Fruit Loops. Jetzt hat er Smarties. Machen wir leiser. Sehr, sehr interessant. Ja, Benni, dann erzähl mal. Harte Sache. Wir haben jetzt ein Jahr gearbeitet. Das geht ihm auch nicht sein. Harte Sachen gemacht. Gar nichts, sagt er mir. Um überhaupt erstmal irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen. Wir hatten ja eine Idee. Warte, Bruder. Ey, Jungs. Chill mal kurz. Ja, aber das hört man noch im Hintergrund. Wir hatten ja eine sehr, sehr interessante Idee vor einem Jahr. Wir wollten Pullis verkaufen für 100 Euro. Spieß. Nee, der Fio, also das haben jetzt schon ein paar Leute bemerkt auf dieser Seite. Ja, die Leute, guck mal, wo der jetzt hinlegt. Das ist ein krass talentierter Fußballer. Den wollen wir jetzt retten. Wir wollen den Brand aus dem Ding raus. Wenn die das sehen, dann denken sie, wie die Dächen. Ja, um zurückzukommen, weil er ganz fest diese Ablenkung. Fio ist ein krass talentierter Fußballer, das wissen wir mittlerweile alle, das sehen wir regelmäßig, das sehen wir jeden Tag. Wichtig ist für uns gerade, dass er einmal die Chance kriegt, in dieses Profigeschäft mal Luft zu schnuppern. Mal gucken, wie es ist, Fußballprofi. Kann man das schaffen, kann man es nicht schaffen? Wir haben euch auch schon einmal gefragt, bei uns auf der Seite. Da hatten wir euch auch einmal schon gefragt, schafft er das, Fußballprofi zu werden? So. Und morgen werden wir es rausfinden. Schafft es Fiorenzo Santoro, Fußballprofi zu werden morgen? Wir sind sehr gespannt. Hier sind auf jeden Fall auch ein paar Augen dabei. Druck ist also ganz weit oben. Aber wir sind da absolut optimistisch und guter Dinge, weil das ist ein gottgegebenes Talent. Das ist nichts Erarbeitetes. Sonst könnte das ja jeder machen, was wir machen. Macht halt nicht jeder. Es wird auf jeden Fall eine sehr wilde Fahrt. Das wird ein sehr wildes Training morgen. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt, ja? Soll ich das sagen? Fio wird auf jeden Fall Fußballprofi. Ja, Selame. Sehr geil! Was machst du? Yeah. Yeah. Ja, was sagst du? Schafft das Fio? Fio ist schon Fußballprofi. Er hat noch keinen Vertrag. Versteht ihr, was ich meine? Ob er will oder nicht, er muss. Sonst muss er zurücklaufen. Sonst bleibt er da. Ja, Fio, was sagst du? Schaffst du das morgen? Und Chance, sag ich. Ich weiß es nicht. Gott weiß es auch nicht. Doch, Gott hat seinen Plan, mein Bruder. Gott hat seinen Plan, aber wir wissen alles erst morgen. Ich bin gespannt. Gott weiß ja nicht, wie ich mich morgen anstelle. Ich bin so gespannt, Walla. Auf jeden Fall auf Wasser und Magnesium den ganzen Tag. Auch Schleichwerbung für Wolvik. Magnesium. Alles reinpumpen. Weil Hauptsache, wir hatten ja gestern ein hartes Spiel. 120 Minuten. Amen. Hat meinen Muskel richtig. Kreispokal, Viertelfinale. Und jetzt fahren wir hier Richtung Italien. Und jetzt fahren wir auf jeden Fall in die andere Richtung von Deutschland. Zu einem Profifußballverein. Welchen werdet ihr noch sehen? Wir müssen natürlich das Video rumteilen, damit alle das sehen, wo wir hier hinfahren. Sonst. Geil. Das meinst du? Ja, normal. Ja, aber Simon nicht, Digga. Simon ist hässlich. Simon ist hässlich. Simon ist du hässlich. Bist schön. Ja. Lele. Ohne runterfliegen, bitte nicht verletzen. Bitte nicht verletzen vom Training. Sag mal so, noch verletzen, bevor wir da anfangen. Wir sind eine halbe Stunde davor, der verletzt. Voilà. Ja, Kaffee, Bruder, Mann, ich schlaf ja meine ein. Bruder. Nicht so ein Warsteiner oder was? Und du, junger Mann? Jung? Ja. Red Bull und Kaffee. Wer macht den jetzt? Cappuccino! Warte, den gelben trinke ich dick. Ich bin Savannah, ich zahle 4 Euro Dallmayr Kaffee. Hallo, ich bin Savannah, ich zahle 3 Euro für einen Kaffee Latte, wo einfach nur ein Zippy drin ist. Starbucks. Das ist Starbucks? Sie kennen Starbucks, Digga. Sie kennen Starbucks. Oh Mann! Hä? Warum? Wir filmen doch nicht dich!
Lass ihn mal rumschreien, warum hast du denn so ADS, Mann? Was ist denn mit dir? Was will die, Bruder? Wir haben jetzt hier ein Spiel. Die Leute haben es akzeptiert. Nein, ihr kleinen Amateure, Walle, ihr kennt mich nicht seit gestern. Ich rede viel, wenn ein Ball im Aus ist, ihr Spastis. Ja. Ich will nicht wissen, wer gefurzt hat, Alter, Digga, weil der Wer hat gefurzt, Jungs? Ich gehe davon aus, dass Benny gefurzt hat. Walla, ja, ich schwöre auf meine Mutter. Demo sagt Benny. Ich schwöre auf meine Mutter. Jeder schwört doch auf seine Mutter. Javid sagt auch Benny. Was sagst du? Benny, was sagst du? Digga, die verkaufen Pullis für 100 Euro, Digga. Und wollen nicht zugeben, dass die furzen, Digga. Der riecht doch nach einem Jagger hier gerade, Digga. Volles Programm, Alter. Hier riecht doch nach Fufu, Alter. Also, auf jeden Fall, ich sag Javid. Ich sag auch, dass der von der Silva aus der Schweiz. Das Ding kam aus der Schweiz hergeflogen. Ja. Von hinten. Ey, aus Zürich. Von Fresh out of Zürich. Bruder. Vielleicht war das von draußen. Okay. Guck mal, jetzt ist auch sehr verdächtig, dass man dich erwähnt. Und dann kommt dieses. Ja, gut. Es kann ja auch von draußen gewesen sein. Also, von Demo war es nicht, weil der hat sich nicht oben festgehalten. Aber warte mal. Den Fehler machst du ja nicht zweimal, Bruder. Ich hab den Fehler ja sofort erkannt. Den macht er ja nicht nochmal. Ich nehm dich nicht raus. Aus der Geschichte. Was babbelst du, Digga? Ich hab gemerkt, dass das Dach meiner runtergegangen ist, als du dich hochgehalten hast, Digga. Erzähl mir nichts. Also beim ersten. Meiner Schneidersitz gemacht mit seinem Furz, Digga. Weil er noch die rote Brille angehabt, als du gefurzt hast. Beim ersten Mal war das Devo. Ja, ganz klar. Da hat er sich ganz klar gemeldet. Aber Jaffel, dann sag doch jetzt einfach, dass du aus der Zürich kam, Digga. Jo, Mama, du weißt ganz genau, Digga. Okay, jetzt ist dein Moment. Jetzt ist dein Moment. Boah, das sieht so geil aus, Junge. Zeig mir einen, Digga, der so ein Design packt. Der ist schon gut, der ist schon gut. Das erste Ding. Mach mal diesen Reißverschluss auf. Wer den trägt, gell? Also, wen sollen wir hier teilen? Leute, alle folgen Black auf Instagram. Black Clothing. Ihr wisst wahrscheinlich. Kronhard. Season number one. Coming out. Jawohl, Junge. Zwei Wochen. So. Jetzt nochmal, dass wir das auch alle verstehen. Kronhard. Und nicht auf die Sprache. Der Bruder Jaffet macht krasse Pullis. Der macht krasse Shirts. Der hat sich ein bisschen was einfallen lassen. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was da im Gehirn. Die Dinger sind sehr, sehr wild, guckt vorbei. Wir verlinken euch das hier irgendwo oder unten in der Beschreibung. Black, nicer Scheiß. Ihr werdet uns eh aber alle in diesen Dingern sehen. Ich muss ja schon Kredit aufnehmen, damit ich mir Bulli komme. Aber ich habe einen kleinen Kredit aufgenommen. Küsst doch dein Herz. Ja. Kleinen Kredit küsst doch eure Herz. Mach mal einen Kuss. Ich hab auch noch zwei Worte zu sagen. Erzähl. Javids erste Season, Prone Hurt, denn er ist sehr steinhart. Merkst du es? Spaß, Mann. Sehr wild. Also Leute, ich habe mir noch ein bisschen eingekauft. Der Jaffe trägt einfach nur seine Tasche mit seinem Pulli drin. Ich hab gar nichts gesagt. Ey, seid doch mal leise, Jungs, Digga. Wir sind hier woanders, Digga. Was hab ich gesagt? Guck, ich schwör auf meine Mutter, dass mir die schwarze Karte wieder. Guck, direkt hier, die machen aus, Digga. Das ist noch ein Red Bull. Bruder, Jungs, da schlafen noch Babys, Digga. Hey, mach mal den Kofferraum auf, Bruder. Du sagst noch dieses Red Bull, Bruder, du kleiner Schmodder. Ist doch für dich, ja, und ich wollte es dann nehmen, aber ich habe schon den Knopf gedrückt. Hey, die kleinen Trippies. Digga, Red Bull und Kaffee, Bruder. Willst du sterben, oder was? Bruder, wir haben morgen einen langen Tag vor uns, Bruder. Willst du sterben, Bruder? Mach mal deine Alben, die ich in deinem Pulli fotografiere. Ey, seid doch mal leise jetzt, Digga. Habt ihr alles? Guck, du kleiner Pussyboy, Alter. Spaß. Junge, du Resch, Junge, nimm das mal. Also Leute, hier gibt es ein paar Komplikationen. Komplikationen. Geht hier von hinten und so, Digga. Wohin geht? Junge, die Leute denken, wir brechen hier ein, Junge. Ja, Junge. Nein, guck, Alter, das funktioniert ja. Ich hasse den, Alter. PayPal erleichtert die Welt, Cousin. Du musst jetzt den Code knacken. Nennen Sie mir den Code. 65933. Junge, sag 65. Bruder, ich hab, Digga, ein bisschen Angst vor sowas, Digga, um ehrlich zu sein, Bruder. Stell dir vor, da oben steht jetzt einfach jemand, der macht den nackten Mann in der Wohnung. Digga, ist einfach jemand, ich steh einfach so. Ich hasse den Bus, Bruder. Ey, oh. Weil der Jaffe ist ja einfach eingezogen über WhatsApp, Bruder, und keiner hat's gemerkt. Bruder, die Leute werden auf jeden Fall was zu gucken haben auf YouTube.
Oder wenn ich? Ja, safe. 100%. Dings, wir werden jetzt nochmal gucken, vielleicht da oben. Erwartet uns jetzt noch eine Überraschung. Ja, Mann, ja. Jaffet hat gebucht. Ist es die? Boah. Richtige Horrorfilme, Digga. Oder hier ist kein Strom, Bruder. Hier ist einfach kein Strom. Oder meint ihr es gerade ernst? Hier ist kein Strom. Aktivier mal hier diesen Strom. Geh mal weg, ich bin doch Elektriker, Digga. Brauchst du keine Elektriker, Video, um so die Geschäfte zu machen, Digga. Aber hier ist doch gar nichts ange... Wolle, stabile Wohnung, Alter. Gucken wir jetzt Netflix, oder was? Ja, nein, ich glaube, hier war noch nie jemand dran. Mitgenommen. Das ist eine Kunstbude. Aber die Bude ist schief, oder? Ja, ja, die ist schief. Ich hab's verheuert, ist schief. Bruder, ich weiß nicht, wie die Bude ist schief. Ich bin schief. Dir sagt, ich bin gedächt. Ey. Die Bude ist schief, Digga. Ich spür das nicht. Ey, die Bude wird doch schwindelig. Zeig mal her, jetzt dieser Raum hier. Bruder, ist dick anstrengend, hier zu laufen. Ja, naja. Boah, hier ist ja. Ey, hier ist. Guck mal, die Küche, wie schief die ist, Digga. Morgen, Len. Ey, Digga, die steckt nach Pisse, glaube ich, an mir. Hast du dir in die Hosen gepisst, oder? Nein. Genau so, Junge. Okay, Leute. Wir sind alle wach, Digga. So, alle sind wach, die kleinen sind biss. Was hast denn du hier gemacht, Junge? Ich lass sie verschwinden mit nur einem Thanos, Thanos, Thanos. Red nie wieder, Mann. Ey, der Money ruft an. Mach mal leise, was soll ich sagen, Digga? Sag, wir sind auf dem Weg, Manni, wir waren falsch. Hi, Manni. Wo seid ihr? Wir sind gleich da, wir waren auf dem falschen Parkplatz. Ja, okay, ist kein Problem. Hallo. Bis gleich. Wo wart ihr denn? Wir waren hier vorne, ja. Wir waren bei so einem kleinen Parkplatz. Na, ihr müsst jetzt, wie lange habt ihr noch bis hier? 2 Minuten. Alles gut, ich warte schon hier, ne? Okay, bis alles gleich. Klar. Ciao. Also Leute, ich habe gleich ein Probetraining hier. So Leute, wir sind hier. Der Fio ist sich gerade am Umziehen, der Fio ist in der Kabine. Es geht hier um mich. Was hat der Fio hier mit zu tun? Der ist gerade sich umziehen. Wie ihr seht, hinten sehr, sehr wild. Da auch die Arena auf Schalke. Aber wieso ist hier kein Schalke-Zeichen, Digga? Das verstehe ich nicht. Warte, ich hätte es anders gemacht, Digga. Ah, da ist es. Da oben. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause, wir sind wieder in Frankfurt. Wenn ihr sehen wollt, wie Fio auf Schalke abgeschnitten hat, was da rausgekommen ist bei dem Training, wie sich alles entwickelt hat, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, ob Fio es geschafft hat oder nicht. Und ja, 933 die 1. Piu.